Wir sind im, wie heißt es, Lehen, dieses Gebiet hier? Ja, genau so. Warte mal, ich guck mal kurz nach. Wir haben ein Tagebuch da gehabt. Glockenweg, den machen wir noch nicht. Hier, Karte des Lehens des eisigen Fluchs, da sind wir. Okay. Und da ist auf jeden Fall auch wieder ein Leuchtfeuer und ja, wir sind in der Eisregion. Genau. Und guck mal, hier ist, ich habe eine neue Rüstung, jetzt am Ende nicht gesehen. Alter, super stylisch aus. Wieso, das ist alles, also ich renne hier immer noch mit meinen Billigklamotten durch die Gegend. Dadurch, dass du das quasi parallel spielen musst, das Spiel, wegen diesen Chorbegrenzungen, kommst du am Ende trotzdem immer viel ansehnlicher raus aus der Geschichte. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist auch auf jeden Fall das schickeste Set bisher, muss ich echt sagen. So, wen haben wir denn hier? Schauen wir mal. Lords, may your grace sustain me in these most desperate of days and in the darkness through which I fight. For it seems to encroach ever closer. I fear the weight of this profane work will crush me. Of course. As ever, I turn to you in my moment of doubt, and will endeavor to remember that this role which perturbs me so is merely a necessity in the performance of your will. And in that, I vow to be resolute. Please continue to hold my brother Samuel in your radiant embrace forevermore. In light we walk. Ich finde es ein bisschen komisch, dass wir von dem einen Typen, von dem Dustan oder wie der heißt, und seinem Melchior-Bruder mehr oder weniger noch nicht so wirklich viel mehr gesehen haben. Ich hätte gedacht, dass man die jetzt irgendwie schon mal irgendwie öfter trifft. Aber wir müssten theoretisch in dem Gebiet hier diesen Andreas von App treffen, weil der hat uns ja den Brief geschrieben, dass er hier hin ist. Also zumindest der müsste hier irgendwo rumstehen. Wenn ich nicht schon wieder irgendwo irgendwelche NPCs übersehen habe. Vielleicht haben wir so auch irgendeine Mission wieder. Weil ich habe ja in meinem eigenen Playthrough auch gemerkt, dass man auch, also ich habe so viele Questlines verkackt. Und ich weiß nicht mal, warum. Zum Beispiel bei mir stand das kleine Mädchen mit den, was so halb Drache, halb Mensch ist. Weißt du, was ich meine? In der Höhle. Da unten in den Tiefen, genau. Ne? Ja, genau, die stand bei mir da auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Als ich da später, ich habe das Gebiet ja relativ spät dann erst entdeckt, da war sie bei mir auch nicht da. Also sie war, da muss man irgendwie entweder in der richtigen Reihenfolge dahin oder man muss dann vorher schon irgendwas gemacht haben. Aber es hatte bei mir beim ersten Mal auch nicht funktioniert. Ja, wer weiß, vielleicht hätten auch schon manch andere Figuren irgendwo stehen können. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass wir eigentlich relativ viel gefunden und gesehen haben. Mhm. Aber das kann ja bei sowas auch mal schnell mal täuschen, so ist ja nicht. Das stimmt, ja. Wobei man ja immerhin das hier noch diese Option hat, dass man dann sagt, okay, man geht ins Umbral und schaut sich mal um. Also ich glaube, bis jetzt habe ich noch nicht irgendwo ein Geheimnis gesehen, was man nicht zumindest im Umbral dann schon mal so grob erkennen konnte. Also keine so eine komplett unsichtbaren Türen, ne? Ist auch geil, dass man den Schnee auch hier wieder wegdrücken kann. Jo. Und das sieht sogar im Schnee, sieht sogar echt richtig gut aus. Bei der Asche war es manchmal ein bisschen weird, ne? Ja, genau. Aber der Schnee, das macht einen guten Eindruck. Diese Schneeverwehungseffekte, das fand ich auch bei Diablo richtig cool, bei Diablo 4, weil da auch die Zaubereffekte sich ja darauf ausgewirkt hatten. Das stimmt. Und ich glaub, obwohl da muss ich sagen, da ist der King Red Dead Redemption. Also das sah ja einfach nur insane. Ja, gut, okay, klar. Das ist der Wahnsinn gewesen. Wo ich aber auch sagen muss, die das sind Schweine hier. Die als die ersten Spiele, wo es mir aufgefallen war, war glaube ich Uncharted 2 oder so, wo es mit zum ersten Mal gesehen, dass Schnee so richtig weggedrückt wurde. Also bin ich nicht total irre, irgendwie so ein bisschen in Richtung Uncharted 2 war das. Jetzt habe ich hier einen Bogen von diesem unsichtbaren Typen gefunden. Und auf jeden Fall wieder so eine Tarntypen, ne? Diese Eisbogen.
Das ist derselbe Move wie unten in den Tiefen, diese mit ihren grünen Vergiftungspfeilen. Ja, die sind echt so miese Schweine. So, hier ist auf jeden Fall ein Rückrufpunkt, aber wir brauchen noch nicht jetzt... Ah, schau mal, da drüben ist dann der Dings schon, der das Leuchtfeuer. Ach, guck. Das ist auch geil gemacht, dass man immer so dieses Ziel vor Augen hat, dass man das so sieht. Man sieht hier unten sogar schon eine Arena, weil da liegt in der Mitte von der Arena liegt, sieht man von hier aus schon, dass da ein Item liegt und rum Dings rumleuchtet. Ja, und ich merke gerade, es gibt Wolkenschatten. Echt? Ganz leicht. Zog gerade ein bisschen was hell-dunkel über den Boden. Also ich hätte schwören können, dass ich gerade ein bisschen was gesehen habe in die Richtung. Ja, hier, genau, jetzt zieht es gerade mir vorbei. Ist ganz sacht, aber es ist drin. Oh, warte mal, jetzt gucke ich mal vorne aus dem Bett an. Hey Baby, ich nehme gerade auf, nur zur Info. Bist live dabei. Was kann ich... Oh ja, bringe ich dir gleich. Oder sagen wir mal in Kürze, wenn die Folge vorbei ist. Bis dann, tschüss. Ja, da wird eine Wärmflasche gebraucht. Ei, Bauchschmerzen. Ja, Bauchweh. Da muss ich jetzt warten. Jetzt ist Spielzeit. Es ist abends, kurz vor Mitternacht, jetzt ist Spielzeit. So nämlich. Ich renne direkt zu dem Bruder hier. Ah, hier ist schon wieder so ein Bogenhain. Oh, komm, krieg ich den runter? Oh, ich fand ja, sehr gut. Nice. Oh, warte mal, den da vorne könntest du sogar still killen. Soll ich mal probieren? Ja, probier mal. Ich schleif mich an. Und schubsen? Ja, Alter, geil. Zweimal hintereinander. Da drüben liegt was. Ah, hier ist ein ganzer Weg. Warte. Echt? Ach, lol. Warte mal, ich mach mal erstmal die Dinger kaputt. Ja. Aber bei unserem Glück springen wir die und fallen dann runter. Hier ist noch einer, aber dann komme ich ran. Hier muss man springen. Ah, da sind die kleinen Viecher. Oh, du hast ihn gut getan. Jetzt noch ein zweiter. Oh, noch einer. Nice. Hier liegen immer lauter Sammelsachen. Oh, was liegt da so? Kraftschädel. Oh nein! Oh, oh da und die Morte. Ah, und die hat ihn natürlich komplett umgebracht. Ich hätte jetzt mir so denken müssen, dass da das einzige Ding an ein Dings ist, eine Falle ist. Nee. Wenn ich jetzt mal aufmachen kann, haben wir gedacht, dass es das ja auch gibt. Oh scheiße, und wir haben den Links nicht gesetzt. Den Speicherpunkt. Da war ein, nach dieser kleinen Kletterpartie war ein Speicherpunkt, ich habe vergessen zu setzen. Ach ja, das war doch nicht so lang. Das war jetzt nicht weit, ja, ist recht. Ah, scheiße, ey, der Klassiker. Aber lag da nur so ein Kack? Lag da nicht irgendwas? Da lag fünf, also das waren jetzt fünfmal so, nicht Lebenspunkte, Erfahrungspunkte, Schädel. Okay. Also ich habe eins fehlt noch, also ich habe noch nicht alle eingesammelt. Hier ist auch noch eine Leiter zurück, aber die muss man erst runterlassen. Eins war noch nicht komplett, also eins war noch nicht da. Du musst auf jeden Fall auch noch so ein Weg durch, aber da kommt man erst später hin. Ach, übrigens, die, wir hatten noch diesen einen Bossfight, da meinst du auch noch, boah, die Rüstung von der sieht richtig cool aus, die kannst du dir bei diesem Umbral-Typen kaufen. Ach ja, stimmt, die gibt's ja auch immer noch, die Umbral-Heinis. Ja, und die, das ist eine Frauenrüstung, deswegen sollte sie bei deinem Charakter auch sogar besser aussehen. Weil ich habe sie mir nämlich gekauft und ich sehe richtig affig da drin aus. Und ist das eine schwere Rüstung? Ich habe ja nicht so viel, Rüstung tragen. Das ist ja mein sag es dir sofort. Das war die, glaube ich. Wo steht denn das? Da, Mittel ist die. Naja, könnte ich vielleicht. Da müsste ich wahrscheinlich noch ein bisschen meine Dings aufleveln. Meine
mit Stats, aber dann würde es vielleicht irgendwann gehen. Oh, hier ist auch noch. Ach, das haben wir vorhin vergessen. Hier ist noch eine Erinnerungssequenz. Oh, ja, guck. Ja, dann war es doch. Ach, Mann, ey. Oh, ich bin tot. Ich auch. Hab ich nicht gesehen, ey, so ein Brawl. Also alles richtig gemacht. Instinktiv so. Alles richtig gemacht. Okay, der ist weg. Ich hole dich zurück. Super. So, jetzt schauen wir mal, was er hier zu sagen hat. Sometimes I envy you in your woods, York. A blessed peace. Perhaps I'll just damn the whole mess, toss my crown into the gorge and live out here as a hermit. You'd find me a wise and fair ruler. Well, you learned it from me, after all. But you'd never abandon your throne or your wife. You're right. Of course, or my child. You're going to be a father. Congratulations to you and Sophesi. King York the First has a certain ring to it, don't you think? I'll bear that in mind. Den König haben wir auch schon mal irgendwo gesehen. Oh nein, ich habe gerade 999 Erfahrungspunkte. Jetzt darf ich nicht die letzte Meile fahren. Jetzt die Frage, setze ich hier mal jetzt einen Speicherpunkt hin? Ich habe nur noch zwei von denen. Nee, lass mal. Ach, komm, volles, volles aber Risiko, wir können hier, oder? hier geh, ins... Ja, aber wir müssen ja eh ins Umbral. Ja, aber dann, falls wir da hinten Spökes machen, mit den Gegnern, weiß man ja nie. Muss man nicht riskieren, ist echt. Ha, eben waren zwei von diesen Skeletten aus dem Umbral noch relativ lang zu sehen, weil ich gerade noch so dachte, hä, wieso kann ich denn die jetzt auf einmal in der normalen Welt sehen? Ja. Aber es hat nur eine Weile gedauert, bis es reagiert hat. Ach was, ich bin nur gerannt. Oh, einer wäre ich runtergesprungen. Diesmal nicht. Ist auch schon da? Oh, heil dich. Na, ich muss ja eh so rüber. Ja, okay. Vielleicht reicht die Dorfwelle auch aus oben? Nee. Ich hatte gehofft, dass sie reichen würde, um ihn runterzuschubsen. Ja, ich guck. Okay, der lässt sich nicht treten, der Junge. Der schubst mich sogar zurück. Oh, jetzt hängt er. Oh, schnell zurück. Schade, aber nicht irgendwo hat er mich dann doch verletzt. Das hat nicht gereicht, um die um meine Lebenspunkte wieder hoch zu pushen. Warte mal jetzt. Erstmal, Vorsicht, geh weg. Ja, ich bin weg. Nee, da sind das löst die Kettenreaktion aus. Komm, ja, komm, geh wieder weg. Oder? Aber da hinten, glaube ich, löst sie. Sicher ist sicher. Wieder die zwei Viecher. So, das hier ist verwunschen. Jetzt kann ich gleich mal ausprobieren, weil jetzt müsste das Kraft aufnehmen eigentlich schneller gehen. Ja, und ich konnte mich dabei auch bewegen. Also das haben sie jetzt auch schon angepasst. So, hier war noch eine verzauberte Pfote, aber das sind ja nur die Überreste von dem. Es sind tatsächlich nur entkräftet, also Schäde. Na gut. Das komplette Ding. Gar nicht mal so wahnsinnig ergiebig. Oh, Vorsicht, hier ist ein Tarn. Bogenhain. Nein! Scheiße. Oh nee. Oh, das. Ach, warte nee, mal, wie das geht nicht. Scheiße, das ging nicht. Fuck. Klassiker. Ich hatte ein bisschen gehofft, ich könnte vielleicht noch dieses andere Vorsprung spielen. Ah, an so einem Klippen entlang, das ist auch echt risky Business. Zumindest müssen wir jetzt nicht mehr nach links. Das stimmt.
Also wir müssen nicht ins Umbra. Aber wieder hier an dem... Weil man auch wieder an der falschen Stelle gespart hat, aber ist egal. Ich glaube, da war aber auf jeden Fall ein Rückholpunkt, wo wir jetzt gerade waren. Muss man mal gucken. Ja, heute ist ein bisschen der Wurm drin. Aber gehört auch mal dazu. Also ich bin jetzt echt mal ein bisschen so auf die nächsten Updates auch gespannt, weil wie gesagt, die Sniper an der Klippe, also in der mehr oder weniger in der zweiten Region, die haben sie schon genervt. Die sind jetzt deutlich weniger zielsicher ab 15 Meter. Also wenn wir ein bisschen weiter weg sind, dann treffen sie halt bei Weitem nicht mehr so gut. Und dann halt auch die Anpassung bei der Animation, wenn du keine Heiltränke mehr hast, dass das schneller geht. Und ich glaube, beim Einsammeln von deinen Lebenspunkten sind sogar Iframes jetzt mit drin. Also das haben sie ein bisschen verzeihen lassen. Es war aber auch echt ungewöhnlich lang. Also das Einsammeln von den Erfahrungspunkten. Ja, ich fand das vielleicht lagen meine immer nur an guten Orten, weil das ist mir gar nicht so negativ aufgefallen, muss ich sagen. Also mir ist es tatsächlich auch erst in einem Bosskampf mal aufgefallen. Ja, okay. Ja, war die da. Weil da war es dann auf einmal so, scheiße, wie komme ich denn da ran, während der mich hier schon fertig macht? Weil ich glaube, ein Teil der Bosse braucht am Anfang eine ganze Weile, bevor die was machen. Also ja. Manchmal, ja, als würden die so ein bisschen warten. Naschst du da die ganze Zeit wieder was? der hört man direkt. Das höre ich doch. Was gibt's? Ich habe immer Cola-Kracher hier. Was? Cola-Kracher? Was ist das denn? Echt? Du kennst keine Cola-Kracher? Nee. Von Mao an, diese harten, runden Bällchen. Nee, das ist ja gar nichts. Also, bitte google gleich mal, wenn ich die nicht kenne. Also, Mao an sich kenne ich. Fand ich auch immer besser als Mamba, weil ich mochte es lieber, dass die so hart sind. Mamba war ich. Cola-Kracher sagen jetzt erstmal nichts. Also, wenn jetzt da kein Geflame in den Kommentaren kommt. Ja, eigentlich bin ich eher so der salzige Typ bei Süßigkeiten. Aber das will ich euch jetzt mal nicht antun. Ja, sehr gut. So, so Küstenstreifen oder diese Klippenstreifen sind auch immer sehr gut, wenn man Joy-Con-Drift hat. Dann sind die immer sehr, sehr angemessen. Hast du deinen Stick jetzt mal mit Alkohol ein bisschen gesäubert? Nee, überhaupt nicht dazu gekommen. Ach, mach das mal. Keine Zeit für nix. Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwo was in der Umbra ist. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Also es ist ein Rückrufpunkt, aber ich sehe keine allzu großen Sachen. Gut. Das ist jetzt da drüben die andere Seite von der Klippe, wo wir vorhin schon waren, weil da über diese Brücke konnten wir von der anderen Seite nicht rüber. Da liegt aber am Ende was. Warte, schauen wir mal kurz. Das ist eine Tundra-Axt. Aha. Ja, gut. Oh, hier ist zumindest eine Burg. Überrest. Ewig trauernde Rowena. Ja. Ja, zierlich. Ui. Die hat so eine Flächenverteidigung. Oh, ich glaube, das ist eine, die beschwört Gegner. Ich reiß sie mal raus. Ja, ich mach die Kleinen hier mal. Shit, bin schon ins Ober geholt, weil ich nicht schnell genug ausgewichen bin. Das ist immer das Blöde bei meinen Angriffen. Die
wenn ich erstmal in meinem Fünferangriff drin bin, ja, dann komme ich da nicht so leicht raus. Also wenn aus der Animation. Ja, es gibt auch keine Animation Canceling. Nee, das stimmt, das gibt's auch. Mich auch schon das ein oder andere Mal das Leben gekostet, weil gerade mit so schweren Schwertern. Dauert es eine Weile, ne? Ja. Ist aber auch echt immer, aber haben sie erwischt. Ist aber auch echt immer ein bisschen so eine schwierige Sache, weil natürlich ist ja die Idee schon daran, dass du halt, wenn du mit einer schweren Waffe kämpfst, dass es halt auch einen Preis gibt, dass du mit der kämpfst, ne? Ja, ja, klar. Ja. Nur ich würde mir, also was ich gut finde, wäre, wenn man zumindest, wenn der Schlag gerade erst aktiviert wurde, so, ne? Ja. Dass man dann noch irgendwie, genau. Ja. Das fände ich schon noch cool. Weil manchmal, du kennst das, wenn man dann so ein bisschen hektisch Knöpfe bedient, dann drückt man vielleicht einmal zu viel. Ja. Und dann weiß eigentlich schon in eine Sekunde, nachdem man es gedrückt hat, ah, nee, das war nicht gut. Das war ein Fehler. Oh, warte mal, wenn du tot bist, dann laufe ich eher nochmal schnell zurück und setz den Speicherpunkt. Oder so. Weil bei ihr, dadurch, dass wir sie besiegt haben, war ja einer. Und dann ist es mir doch zu risky. Ich habe natürlich auch keine Heilung mehr. Ach so, ja, dann rein. Außerdem hatte ich genug für ein Level-Up. Ja, hab ich nämlich auch. Da kann ich auch noch eins da reinhauen. Dann verlieren wir das wenigstens nicht. So, das müssen wir schon schauen. Ich hab übrigens jetzt mal. Ja, das schon. Ich bin jetzt übrigens. Also, ich hab Stärke jetzt so weit geskillt, dass ich mir ziemlich sicher bin, außer man übertreibt vielleicht maßlos, dass es kein Soft- oder Hardcap gibt. Also. Es geht einfach immer weiter nach oben. Es geht immer weiter. Also, ich bin jetzt bei 72. Ja. Und das ist aber auch wieder so komisch. Noch. Es gibt kein Hardcap. Das ist so, da sagen sie dann nicht, dass sie irgendeine Limitierung reinmachen, aber bei den Erfahrungspunkten im Koop dann schon. Das ist so, ja, hä? Ja. Wieso denn hier und da nicht? Oh, aber ich kann jetzt mein Strahlen auf 18 bringen. Das heißt, ich kann jetzt endlich den Dings anlegen, den, warte mal. Hier den Katalyst von Wulmark. Und mit dem wiederum kann ich mir hebt eure Waffen und stärkt sie mit Strahlen. Das heißt, ich kann sie mit Strahlen meine Waffe verstärken. Gesundheit. Danke. Gebt euch mit einem Strahlenaura, die erlittenen Schaden reduziert. Segnet den Boden mit einem heiligen Siegel, das alle Verbündeten, die es betreten, heilt und von ihren Statuseffekten befreit. Also das habe ich im Notfall ansonsten auch. Das lege ich mal auf das Ding hier rauf. Gesundheit nochmal. Ja. Und regelmäßig passt soweit. Nee. Genau, aber dann kann ich nämlich endlich mal meine Waffen auch noch magisch verstärken. Hm, ja. Was ganz angenehm ist, es kostet gar nicht unbedingt so irre viel. Also, oh, wir wurden für ein Blutritual bestimmt. Hm, wo kommt der Bruder jetzt her? Oh, Vorsicht, da oben ist der Unsichtbare. Aber der macht nichts weiter. Guckt nur. Ja, doch, der schießt. Ach, da ist er doch. Das ist der. Ey, der ist der. Boah, what the fuck? Was war das denn gerade? Der Dreck. Er hat mich mit einem Schlag. Oh, das waren seine magischen Angriffe. Stagger ihn. Noch einmal. Oh, komm, schon. Ja. Aber er hat mich sofort ins Umbra geholt, ja krass. Aber er hatte auch so ein richtig schweres Schwert.
nur mal kurz. Ja, bis jetzt, ich wurde auch ein, zwei Mal, also nee, sogar öfter, also bestimmt 6, 7 Mal oder so. Einen hatte ich dabei, das war ein richtig, richtiger Fiesling. Wieder mit so Doppelschwertern und so ein Scheiß, wie man das auch aus Dark Souls kennt, wenn die da an dich invaden. Aber mit dem Rest kam ich eigentlich ganz gut klar. Also es gibt noch nicht so die PvP-Meter anscheinend. Was ich bei diesen Statuseffekte wirken, beziehungsweise hier diese Schwerter in Dingsenergie reinlegen, also in Strahlenenergie, heilige Energie, verstärken, dass das hält extrem lang. Also da bin ich total überrascht, weil ich hätte gedacht, das ist so 10 Sekunden oder so, aber das hält ewig. Also, was heißt ewig? Aber ich meine, es ist jetzt immer noch, ne? Das habe ich eine ganze Weile ausgelöst. Ja, ich habe mir jetzt auch mal angewöhnt, mir immer ein von diesen Waffenverzauberungen in die Schnellleiste zu tun. Weil ich hatte da so elendig viel von, ich glaube, von diesen Flammenverzauberungen hatte ich irgendwie 50 Stück und dann dachte ich mir, ja komm. Aber als nutzbares Item, ne? Genau, ja. Ja, ja. Ja, aber bei mir ist es ja Magie. Achso, aber hier ist irgendwas im Umbral, das sehe ich. Ah, nee, ich muss. Ah. muss ich natürlich das andere Ding ausrüsten. So, da unten ist irgendwie eine Plattform, auf die man runterfallen kann. Ah, ja. Schauen. Du bist jetzt eine Etage tiefer gegangen, ne? Ja, hier ist nur ein Item. Warte. Hier oben war auch noch was. Da ist die Leiter zum Runtermachen. Ja, vielleicht macht das erst, wenn du die Leiter erst. Ich überlege gerade, wie ich da hinkomme. Okay. Ah, das ist Quintessenz, die hier drin ist. Also dieses, was immer so einen goldenen Heiligenschein hat, das müsste eigentlich immer, genau, heilige Quintessenz. Jetzt ist hier ein Hebel. Ach, sonst wäre man dann von da oben gekommen, weil da auf der anderen Seite war auch noch eine Truhe. Ja, ja. Ach nee, müssen wir jetzt nochmal den ganzen Weg einmal rundherum rennen dann? Nee, die Truhe habe ich ja, du kannst sie ja nicht öffnen. Ach so. Na nee, dann ist ja super. Und unten haben wir jetzt das Tor aufgemacht und hier machen wir die Leiter runter. Ja, der dann. Zum Tor kommen. Und das ist ja jetzt wieder der Anfang von dem Gebiet. Weil dann hole ich uns nämlich hier mal kurz aus dem Dings raus. Aus dem Umbral. Und dann können wir hier das Tal weitergehen. Aber wir machen vorher eine kurze Pause, weil dann gehe ich nämlich eine Wärmflasche für meine Freundin. Vorbildlich. Machen. Und dann geht es hier in der nächsten Folge weiter in das Tal hier unten. Also, bis denn. Tschüss. Tschüss.